Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge SpongeBob Cosmic Shake. Wir sind jetzt in der dritte Welt, als Pirat SpongeBob. Und natürlich bin ich wieder live auf Twitch. Die liebe Jessica hat gerade schon gesagt, jetzt kommt bestimmt der Part mit dem fliegenden Holländer. Ich denke auch. Es wird auf jeden Fall bestimmt richtig cool. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Also, erste Welt, zweite Welt, die war ja schon mal, ja, was soll ich sagen? Die war Hammer. Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Und ich denke, dass mir das ganze weitere Spiel auch noch Spaß macht, Leute, ne? Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und wenn ihr vorhabt, euch dieses Spiel zu kaufen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Link unten in den Kommentaren nutzt von Instant Gaming, weil da bekommt ihr die Spiele zu 70% günstiger. SpongeBob ist da auch am Start. Also, wenn ihr sparen wollt und mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Link benutzen. Würde ich mich sehr darüber freuen, Leute. Und ja, let's go. Es ist wieder eine äußerst solide Welt. Admiral Killergarnele. Hat der... Sind das kleine Muscheln an seinen Nippeln? Nein, runtergefallen. Mist. Dieses Spiel, ey. Ich glaube, der böse Mann hat kleine Muscheln an seinen Nippeln. Was ist mit ihm? Seine Hose verloren. Na komm, Bruder. Boah, Junge, das ist ja ordentlich gefährlich. Wir werden beschossen. Oh mein Gott, ein Katapult. Ein Unterhosen-Katapult. Es ist so geil. Der fliegende Holländer. Big up, ey. Geil. Wem mache ich was vor? Nicht mal ein Baby hätte Angst vor mir. Er ist nur ein Geist seiner selbst. Geil, ey. Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Mr. Holländer? Mr. Holländer. Jessica sagt gerade, ich wusste es. Ja, aber sind wir ehrlich, es war Pirat. Also war das klar, dass der kommt. Bla, 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 bla. Wenn ihr das hören wollt, dann kauft euch das Spiel. Wir müssen Socken sammeln. Ein kleiner Klaps reicht schon. Also der Soundtrack ist krass, Leute. Ich brauche niemand einen Rettungsschwimmer. Sieh nur! Also der Soundtrack ist on point. Warum liegt er da? Oder sitzt er da? Yes, sir. Geil. Ist nicht persönlich. Auf Paramount Plus kommt ja auch diese Patrick-Serie. Die ist auch echt cool, muss man ehrlich sagen. Die sind salziger als ein alter Seebär. Jessica sagt, ja, habe ich auch schon reingeschaut. Geil, ey. Der
Der Diablo ist auch wieder da. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wir sind jetzt in der dritten Welt. Die zweite Welt war... ja, Karate-Action. Ja, dumm. Ich bin bereit, ich bin bereit. Aha! Das Ding dreht sich. Und lässt uns in fremde Welten eindringen. Aber ich brauch dich doch da. Ah, das dreht sich einmal komplett. Ja, geil. Sehr schön. Sehr cool. Haben die gut gelöst? Ja, war mit Sandy gewesen, das Karate-Level. Nein! Du bist wirklich mein bester Freund. Es war cool, ehrlich, es war richtig cool. Ey, was ist denn da los, hä? Warum komme ich nicht da hoch? So, aber jetzt, oder? Was auch immer das gerade war. Was ist das? Ah, den habe ich noch nicht, den Move. Ich würde mich auch echt mal dafür interessieren, was ich mit diesem ganzen Gelee mache. Wow, von hier oben kann ich den ganzen Strand sehen. Ich find's toll, wie die gruseligen, schwebenden Piratenschiffe um diese Zeit herauskommen. So, und jetzt muss ich eins noch rüber. Oh, noch mehr Gelee. Ich glaube, ich kann mir dafür neue Kostüme kaufen oder so. Jessica sagt, das wird schon noch kommen. Ich denke, ich kann es jetzt schon machen, weil ich kann mich ja frei in der Stadt bewegen. Wenn wir das geschafft haben, werden wir da mal ganz kurz nachgucken. Interessiert mich. Wäre auch cool, wenn man das vielleicht ein bisschen aufleveln könnte, was er da so kann, so. Den Sprung ein bisschen heftiger machen, mit der Pizza besser schweben oder mehr schweben. Sehr geil. Diablo sagt, es ist bestimmt wie bei Mario, die lilanen Münzen sammeln und Kostüme im Monde kaufen. Ja, genau. Ich denke auch, dass es das ist. Also tendiert da auf jeden Fall hin, ne? Aber wir werden gleich mal danach schauen. Yeah. Ach, wie heißt diese Krabbe nochmal? Ach, Mann. Wie heißt das Vieh nochmal? Hilfe! Lieferung kommt! Lieferung kommt! Wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da so ein paar neue geile Moves bekommt, so, ne? So, das geht einmal jetzt nach da. So, hier lang müssen wir. Ach, das können wir gar nicht benutzen, okay. Ja, natürlich, wir sind auch gerade aufgekommen. Oh, neue Gegner.
Yay! Oh, das wäre ja cool, wenn man die Dinger von denen wegschießen kann. Geil! Oh Mann, das ist cool! Das ist ein schöner Gegner! Ey, dieses Spiel sagt mir übelst zu, ehrlich, Leute. Dabei diese coole Mucke dabei, ehrlich. Geil. Diablo sagt auch, das ist echt geil gemacht. Voll. Patsching! Genau das habe ich vorhin auch gesagt. Diablo sagt auch gerade, dass es nicht nur so ein stumpf drauf rumhauen. Geil. Larry, genau. Das ist doch. Ist das nicht Spitzkopf Larry? Sein Auge ist verkrustet. Mut verlieren, Larry. Wir werden kein. Geil. Das ist echt eine gute Überraschung. Das ist Spitzkopf Larry, sag ich doch, ne? So, jetzt haben wir den Schwung. Okay, cool. Dieser Sumpf sieht irgendwie gruselig aus. Wie ein Ort, an dem man Piratengeister finden könnte. Los mit mir. Okay, aber wir gehen von da aus. Spitzkopf Larry. Geil, ey. Befreie die Sardellen. Breite deine Flügel aus. Da noch was? Das ist so cool. Auch wieder neue Gegner. Geil. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza. Komm, wir nehmen das eben. Boah, ich glaube, ich werde davon psychisch gestört von dem Spiel, ey. Ich habe da echt Bock drauf. Ich werde mir heute Abend auch auf jeden Fall ein paar SpongeBob-Folgen reinziehen. Ich schmeiß tot ernst. Das ist cool. Meek, meek. Geil. So, jetzt nehmen wir wieder das Surfbrett. Surfbrett, Bomberclad Master. Mr. Surfbrett, Mann. Natürlich nehmen wir das Surfbrett, nicht das Brett. Wir sind nicht beim Wrestling. Brett, the Hitman Hart. Voll! Diablo sagt, es ist auch echt wirklich was anderes.
Schiffe an, Patrick. Es macht doch echt Spaß zu spielen. Und seine Socken an den Fahnenmasten hissen, würde das aussehen, als hätte der Holländer eine ganze Flotte. Dann wüssten alle, dass er wieder da ist. Sponsor, das ist ein ziemlich guter Plan. Der Fahnenmasten haben keine Füße. Wie willst du die Socken anziehen? Sehr vorsichtig, Patrick. Nehmen wir. Und verdammt, Mann, ich liebe den Soundtrack. Der ist richtig cool. Hängen wir jetzt seine Socken daran, oder was? Geil, ey. Es ist so cool. Dieser Kahn gehört uns. Dieser Kahn gehört uns. Dieser Kahn gehört uns. Hast du eine dreckige Socke dahin gepackt? Ach geil, ey. Das ist so wirklich der gute alte Nickelodeon-Humor. Ich mein's ernst. Ey, ich wünsch mir von Hey Arnold neue Folgen, aber genau in dem Stil von damals. Plus ein Spiel von Hey Arnold wäre auch. Ey, das wäre krass. Oder auch von CatDog oder so. Für den Game Boy Advance gibt es ein richtig gutes Hey Arnold Spiel. Vom Film, also Hey Arnold the Movie, ne? Das ist recht gut, ehrlich. Komischer Typ, du. Rugrats wäre auch Bombe, auf jeden Fall. Aber nicht das neue Rugrats, das alte, ne? Ich kann mit dem 3D-Zeug nicht so viel anfangen, sage ich ehrlich, Leute. Das ist nicht meins. Von den Stories her, bei dem neuen Rugrats, ist geil, auf jeden Fall. Neue Sachen aber in alt. Ja, ja, genau, das sehe ich auch so. Jessica sagt gerade, von den Rugrats gibt es doch ein Game. Oh, da gibt es einige andere Games. Da gibt es viele. Das erste PlayStation 1 Game davon ist auch legendär. Legendär, das ist ein wundervolles Spiel. Das sollten wir auch mal im Stream rannehmen. Leute, ich glaube, das ist eine Idee, dass wir das vielleicht die Woche noch fertig machen. Legendär, das Spiel, ehrlich. So. Jetzt machen wir aber erstmal SpongeBob. Oh Mann, noch mehr Gelee. Oh. Hammer. Boah. Du Schwein. Das ist die Sandburg. Yay. Oh, Buchsen, ich brauche eine Unterbuchse. Diablo sagt, der 3D-Mist, der geht doch schon los bei Asterix und Obelix. Ach Quatsch, haben die jetzt auch 3D gemacht oder was? Tragisch, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht zum Glück, weil ich Asterix und Obelix halt echt mag. Das ist halt meine Zeit gewesen. Diablo sagt, wenn ich die neuen Sachen sehe, kann man einfach nur heulen. Bin ich voll bei dir? Jessica sagt, Fernseher ist so traurig geworden, der gute alte Scheiß einfach weg. Ja, das ist wohl so. Dann muss ich dir recht geben. Ja, man wird doch älter, ne? K
Katsching, katsching, katsching. Üsch. Geil. Oh, endlich ist er weg. Du hast ja nur genervt. Jessica sagt gerade, diese 3D-Kacke hat so wenig Liebe drin. Bin ich auch voll bei dir? Sehe ich auch so. Wobei, bei Rugrats geht das eigentlich. Aber, ja, was soll ich sagen? Das ist, ja, ist einfach schlecht. Diablo schreibt sowas wie Gargoyle, Thundercats, Bionic, Six, DuckTales, sowas fehlt. DuckTales gibt es ja, ne? Aber das willst du dir nicht angucken, wie das jetzt aussieht, ehrlich. So, da müssen wir nicht drüber sprechen, wie das aussieht. Süß und klebrig. Joseph schreibt, es ist zu steif und es kommen schlechte Emotionen rüber. Außer es ist von Disney Pixar. Ja, voll. Jessica sagt, oder Baloo und seine Crew. Ja, war auch cool. Da gibt es ein ganz geiles Mega Drive Spiel von. Werden wir uns auch reinziehen? Zwicker Rosa. Heute ist dein Glückstag. Heute ist dein Glückstag. Ich wusste es. Warum? Ich wusste es auch noch. Geil, ey. Komm, das machen wir natürlich weg. Ich wusste, dass wir einen Glückstag hatten, aber warum? Exotrottel, ich schwör's dir. Oh, ist das herrlich, ey. Ja, jetzt, Digga, das Mega Drive-Spiel, das müssen wir auch bald spielen. Das packe ich in die One Continue Challenge rein. Ah, Mann, ich war schon da gewesen. Mist. Egal, nochmal hin. So, ich muss mich jetzt mal wieder konzentrieren, Leute. Es tut mir leid. Aber bei so Kinderserien, da kriegt man mich halt immer mit. Das sind einfach meine Themen. Ich werde dieses Jahr 36. Das sind einfach meine Themen. Yay! Oh, cool. Ach, cool. Noch mehr Gelee. Geil. Diablo sagt, das neue He-Man auf Netflix kann man auch nicht gucken. Bin ich auch voll bei dir. Das ist einfach total verhunzt. Die wollten den alten Leuten was Gutes tun, aber haben es im Endeffekt voll verschissen. Aber naja, so ist es halt. Süß und klebrig. Sieht aus wie eine hübsche Meerjungfrau beim Sonnenbaden. Das ist meine liebste Art des Badens. Er mag Sonnenbaden. Ey, diese Zeichnungen, diese Einspieler, die sind richtig cool. Warum so traurig? Weil ich all meine Freude verloren habe und ohne Freude kann ich nicht. Vielleicht. Oh Gott, sie kann nicht singen. Und was ist mit? Komm, weiter. Finde den Schatz und mache Musik. Ups, Entschuldigung. Okay, falscher Song. Ich wünschte, ich könnte. Okay.
Entschuldigung. Ich will... Du... Hä? Ups. Entschuldigung. Ich... Du hast... Ups. Entschuldigung. Ich... Du hast... Jetzt will ich's aber wissen. Ups. Entschuldigung. Hä? Du hast die... Ah, ne, hab ich gerade schon gehabt. Ich wünsch, du hast die ledig. Okay, eins. Ah, doppelt. Du hast die ledige. Du hast die Lady gehört. Entschuldigung. Ich wünschte, ich könnte mit meinen. Du hast die ledig. Okay. Ist ja nur eine Nebenquest, so, ne? Ach komm, egal. Weg damit. Ah, okay, okay. Orange, orange. Okay, warte nochmal. Orange, orange. Blau, rot, grün, orange. Orange, orange. Blau, rot, grün, orange. Ich wünschte. Du hast die Lid. Orange. Orange. Blau. Rot. Grün. Orange. Yay! We have music gemacht. Was gibt's dafür? Ah, okay, wir hätten sogar machen müssen, okay. Also war doch eine Hauptquest. Katsching! Ja, wie diese Muscheln da einfach am Start sind. Das kenne ich von Loco. Ihr sagt gerade, dass ihr Hund Nala den Napp nicht leer gegessen hat und hat ein bisschen Mecker bekommen. Und jetzt ist sie eingeschnappt. Das kenne ich von unserem Loco. Naja, es wird nur ein normaler Schatz sein, wenn wir ihn finden. Unsere Hunde sind zu verwöhnt, das ist echt so. Katsching! Wir werden angegriffen. Gib den Schatz zurück. Wohin? Ohne goldene Münze. Ich sag gerade, wir haben keine Nachricht bekommen, bevor der Teller aufgegessen ist. Okay, ich kann Nala verstehen. Boah, Junge, das ist aber schwer. Muss ich so zurück eigentlich? Ja. Nee, ist nicht schwer. Hab die Kamera nur drehen müssen. Hallo, mein Name ist Tam. Okay, Checkpoint. Oh Gott, was geht hier ab? Ja, wie soll ich den Schatz dann zurückgeben? Die große Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Super knusperig! Okay, irgendwas mache ich hier falsch. Ja, ich muss zurück. Ich hätte gar nicht da lang gemusst.
aus der Krabbe. Pizza ist die Pizza. Weil wir gerade bei der großen Krabbe-Pizza sind, Leute, von Super Mario kommt eine Pizza raus. Ab dem 6.2. erhältlich. Hier runter muss ich. Eine Wario-Pizza mit Waluigi und eine Mario mit Luigi-Pizza. Und bei der Wario-Pizza steht was von Sweet Sprinkles. Und ich will mir nicht vorstellen, das ist 4 Käsesorte. Und ich will mir nicht vorstellen, was das für eine Pizza ist. Mit Sweet Sprinkles. Es kann für mich nur Ananas sein. Das ist Ananassaft. Du kannst doch nicht auf eine 4-Käse-Pizza Zucker drauf machen. Beim Club. Also, ne. Und ich mag Ananas auf Pizza. Also ich weiß, dafür werden mich einige Leute jetzt lynchen, aber ich mag's. So. Genau, Mario Salami, genau. Habe ich ja schon gepostet auf Insta. Cheesecake-Geschmack. Eine Pizza mit Cheesecake-Geschmack. Also Leute, wenn unsere Jessica mal in das Pizzageschäft einsteigt, sollten wir ihre Pizza boykottieren, weil eine Pizza mit Cheesecake-Geschmack... Ich weiß nicht. Ihr sagt gerade, aber auch mit Insektenprotein. Hör mir bloß mit dem Thema auf. Das passt hier jetzt nicht hin. Begebe dich zum Hafen. Pisse weiteren 2 Socken. Den heulenden Holländer. Ja, aber die Schokoladenpizza war geil. Sein Zöckchen. Aber bei Cheesecake Pizza hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Wir müssen uns da erst noch mit anfreunden. Tally ho! Geil. Spürst die Rache der Killer Garnele. Admiral Killer Garnele. So. Na komm. Komm, Kaching, noch ein. Und noch einen ab. Yeah. Yeah, baby. Wer will Kuchen? Wer will Kuchen? Jessica macht dir gerade übelsten Pizza. Keine Ahnung. Super, super, super Pizza. Pizzateig, geschmolzene Schokolade, Cornflakes drauf, weiße Schokolade und Marshmallows. Ja, es hört sich verdammt geil an. Und nein, wir werden sie nicht nachmachen. Süß und klebrig. Ja, passt zu deiner Pizza. Die ist dann perfekt für Leute, die gerne mit Algen hantieren. Wenn du weißt, was ich meine. Diablo sagt nichts für mich mit meinem Diabetes. Oh, Dicker, das tut mir so leid für dich.
nervst doch. Junge, was ist das für eine eklige Figur eigentlich? Das ist kein guter Gegner. Der nervt. Achtung Kuchen. Ja, Muskelprotz, der nervt. Er frisst Kuchen. Yay. Achtung, Kuchen. Diablo sagt, das ist Tom in 2-3 Jahren, wenn er weiter Sport macht. Das kann gut möglich sein, weil die Masse ist da, mein Lieber, du weißt. Aber will ich so aussehen? Nee, will ich nicht. Weil wenn du so aussiehst, musst du ja auch wieder so ein Schema bedienen. So. Und ich mag das einfach nicht, in Schubladen gesteckt zu werden und so Schemen zu bedienen. So, wisst ihr? Jessica sagt, würde nicht passen. Ja, weil du mich jetzt dick kennst, ne? Nein! Ja, und dann darf man nicht aufhören. Ja, voll. Das möchte ich auch gar nicht. Ehrlich nicht. Du verdammter Admiral-Killer-Garnele. Wie kommen wir da rein? Suche nach der Ananas. Ja, Ernährung muss on point sein. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Leute, wir schweifen zu sehr ab vom Thema SpongeBob. Lasst uns bei SpongeBob bleiben. Okay, ich musste die alle besiegen. So, es schaut so aus, als wären wir jetzt gleich bei Admiral Kirarganele. Garniele. Wer will Ananaskuchen? Das könnte geil schmecken. Du kleiner Trottel. Jessica sagt, pell die Garnele. Diablo sagt, er möchte gerne mal wieder Sinnpart gucken. Ich sag gerade noch, wir schweifen so sehr vom Thema ab und er kommt direkt wieder um die Ecke. Genau deswegen sage ich ja, der Diablo, der gehört einfach dazu. Der ist komplett verklatscht, ehrlich. Deswegen sagen wir auch immer dummer Mensch zu ihm, so als Insider. Ist er nicht. Aber so, weil der komplett so... SpongeBob, Neptun sei da. Oh. Der könnte auf Algen sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Es würde zu ihm passen.
Brokkoli, oder Brokkoli? Boah, diese Rückenmuskulatur. Na komm. Oh Mann. Alter, mit seiner verdammten Badewanne. Ich mag dich nicht. Nein! Oh! Du kannst nicht ewig weglaufen. Ich werde dich sicher dazu bringen, es zu versuchen. Der nervt mich. Das ist ein ganz widerlicher Gegner. Oh, die Musik ist ausgegangen. Wo ist die Mucke? Boah, weg mit dir. Keiner mag dich. Jessica, das kann ich natürlich hier nicht sagen, was du gerade schreibst. Ich bin doch echt mal gespannt, wie die Mucke bei YouTube ankommt. Ob da was gestrikt wird. Ist ja bei den neuen Spielen so. Bei Star Wars Lego war das ganz schlimm gewesen. Da wurde so wie gut wie jedes Video gestrikt. Damit du dich konzentrieren kannst. Naja, damit kann man sich nicht konzentrieren mit solchen Sprüchen. Oh mein Gott. Da ist er. Verdammtes Krabbenvieh. Ich komm dich holen. Süß und klebrig. Ich komm dich holen. Das ist so mächtig, das Spiel. Das ist echt ein richtig, richtig cooles Game. War doch nicht nur eine Unterbuchse, ja genau. Ich komm dich holen. Geil. Ja, geil. Immerhin spuckt es mich nicht an. Sehr schön getroffen. Sehr schön. Jessica sagt, mega geiles Level. Ich muss den... Na, oh mein Gott! Er hat da Kuchen drauf gefeuert. Dieser verdammte Typ. Ja, Mist. Ich finde das Level gar nicht so cool, um ehrlich zu sein. Ich hasse solche Level. Voll. Ich war so nah dran, ey, Mist. Muss ich das nehmen? Ja, muss ich nehmen, genau. Sag auf Wiederkuchen. Sag auf Wiederkuchen. Kritisch, kritisch, kritisch. Ah, Mist. Ich
zu knapp, ey. Jetzt stirbt er da einfach auf dem verdammten Schiff. Oh Mann, SpongeBob, mach keinen Scheiß, Junge. Wer will Ananas kuchen? Oh Mann. Aber jetzt, komm. Alten Kanonen, aber immer noch. Reiß dich zusammen, Spongy. Ich fliege. Oh, Junge, das ist aber schwer. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich denn darüber kommen? Da fehlt was. Okay, Diablo sagt gerade, das eine Boot ist weg. Okay, dann müssen wir das Boot eben holen. Müssen wir das Boot holen. Das kann passieren, Leute. Das ist gar nicht schlimm. Oh, und warum bist du denn jetzt so? Ah, da ist es, okay. Jetzt verstehe ich's. Da ist es wieder. Ich wollte gerade sagen, er war noch auf dem Schiff. Jetzt hat's Klick gemacht, ja. Ich hab die ganze Zeit jetzt sogar Pizza im Kopf. So, jetzt juckt es nicht mal. Seine Schwammleute sind weg. Jetzt passt's. Das Schiff zurück, damit und meine Ananas. Und meine Ananas. Viereck, Junge. Du sag einfach Viereck, Junge, zu ihm. Verdammter Viereck, Junge. Das ist so ein cooles Game, ey. Das Level war ein bisschen nervig, aber weil ich so Level auch nicht mag, ihr wisst ja, Wasserlevel und ich, das ist nicht so meins. Aber im Großen und Ganzen war das cool gewesen. Aber jetzt. Ich komm dich holen. Ja, das ist ja alles unter Wasser, das meine ich ja. Ja, dann komm mal her. Okay, da hoch jetzt. Jetzt holen wir uns den kleinen Garnelenmann. Der Chat heult mit, ich feier das einfach.
Ja, der Wannentyp ist kacke, ey. Keiner mag ihn. Yay! Jawohl, fliegende Holländer. So, wir haben es geschafft. Leute, es tut mir leid, dass ich das immer alles skippe. Aber ich will da einfach durch die Story durch. Hab da echt Bock, das zu spielen. Wie gesagt, wenn ihr das spielen wollt, wenn ihr diese ganzen Texte haben wollt, diese ganzen Dialoge, die sehr witzig sind, das hört man ja, dann kauft euch das Spiel. Checkt meinen Link. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den benutzt. In den Kommentaren, Instant Gaming. Da könnt ihr bis zu 70% sparen. Also das Spiel ist ja für 40 Euro zu haben. Nur was sparen ist eine geile Sache. Ist absolut cool und absolut fair. Und ihr würdet mich damit unterstützen. So, jetzt müssen wir zu dem Abfalleimer. Und sie ist auch da. Hat die was für mich? Nee. Okay, wo ist der Abfalleimer? Ach Quatsch, kann man das Ding benutzen? Ach fett, geil. Absolut cool. Geil. Wenn du diese Buletten nicht wie ein Stümperhaft also. Bla 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 bla. Bereite ein paar Grabenburger zu. Hungrig. Minigame, ach Quatsch, geil. Geil. Mega gut gemacht. Die Minigames sind Hammer, ehrlich. Mega cool. Oh, jetzt wird's schneller. Minigames easy. Okay, ich sprich mit Cassandra. Wo bestelle ich? So, wir müssen wieder auf die andere Seite, ne? Und die Insel wird echt groß. So, und danach, wenn wir mit der gesprochen haben, werden wir mal gucken, was Sache ist mit den Schleimdingern da. Ich habe mitbekommen, dass du deine Gift habe. Hä? Was ist das? Was ist das jetzt? Bin ich eine Blume? Oh, ein schönes Blumenkostüm. Ein Blumenkostüm. Aber pass auf, Kleiner. Okay. Nee, scheint noch nicht zu sein. Oh, wir sind in der Halloween-Welt. Oh, cool. Also Leute, das war's mit dem dritten Part von SpongeBob Cosmic Shake. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das Game findet. Ich find's echt geil. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr das hier unterstützen möchtet. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen. Peace.